bevor es losgeht, fragt mich nicht warum, aber ich habe das Mikrofon nicht angesteckt. Deswegen ist der Sound so, wie er ist. Sorry, aber ja, One-Taker halt, ne? Nochmal abdrehen, das wäre unauthentisch. Viel Spaß. Oh, großartig. Hallo. Na? Erster Tag schon überstanden. Großartig. Damit herzlich willkommen zu Sachsens Player Adventskalender, Türchen Nummer 2. Großartig. 2. Hier. So, moin. Nun, nachdem wir ja gestern ein paar Komplikationen, nenne ich es einfach mal, mit diesem Kalender hatten, beziehungsweise mit diesem Glas, hoffe ich, dass wir heute in aller Friedseligkeit die zweite Tür ohne Komplikation öffnen können. Bevor wir allerdings dazu kommen, nochmal vorab ein paar kleine Infos, die ich wohl gestern am ersten Video irgendwie vergessen habe. Naja, gut, ich gehe manchmal davon aus, dass es eigentlich selbsterklärend ist, aber egal. Bevor wir zu den Gewinnern von gestern kommen, kurze Erklärung, vielleicht nochmal detailliert, wie, wo, was wegen Gewinnspiel. Wenn ihr auf den Link in der Videobeschreibung klickt, wo ihr zu clean.com, zu geek.com kommt, dort ist immer als allererstes oben eine Frage, die ihr beantworten müsst. Der Rest, was unten drunter ist, sind so Bonus-Entries, also sprich, damit erhöht man theoretisch gesehen seine Gewinnchance. Muss nicht, kann aber, ne? Also die Chance ist halt generell höher, aber es können auch Leute gewinnen, die nur die Frage beantworten. Das ist extra so gemacht für alle die, die halt kein Instagram-Dings und nicht auf den Discord-Server halt kommen wollen oder was da auch immer für Aufgaben dann drin sind, dass trotzdem immer oben die Möglichkeit besteht, dass jeder teilnehmen kann. Er muss nur die Frage beantworten. Die Fragen sind solche RTL 12 Uhr mittags Dumm-Fragen, ne? Also von daher, die kann wirklich jeder beantworten, der ein IQ über Zimmertemperatur hat. Das nur noch mal dazu im Allgemeinen zur Erklärung. Dann würde ich jetzt gern die Gewinner von gestern vorlesen. Im Übrigen, mein Handy ist klapper. Schön, ne? Großartiges Ding. Großartige Anschaffung, beste Anschaffung in diesem Jahr. So, die Gewinner von gestern werden dann auch dementsprechend gleich hier aufgelistet, und zwar jetzt. Und zwar haben wir auf Platz 1 der Redgun. Glückwunsch. Auf Platz 2 der Stefan und auf Platz 3 der René. Das heißt, Redgun 40, Stefan 10 und René 5 Euro. Ihr habt auch schon alles richtig gemacht, ne? Denn zum Zeitpunkt, wo dieses Video rauskommt, habt ihr eure Gutscheine schon versendet bekommen. Checkt da mal eure E-Mails ab, beziehungsweise euer Amazon-Konto, aber ich glaube eher eure E-Mails, das ist wohl wichtiger, weil dort könnt ihr das Ganze dann claimen und so weiter und so fort. Das ist vielleicht auch noch eine kleine Erklärung. Wenn ihr gewinnt und es ist was Digitales, ne, dann müsst ihr bei Clean, bei Geed, perfekt nochmal, bei Geed dorthin gehen, den Gewinn bestätigen und dann eure Daten halt eingeben. Bei digitalen Dingern ist es nur die E-Mail-Adresse, bei physikalischen Teilen ist es dementsprechend noch Name, Adresse, bla. Achtet bitte immer darauf, dass ihr die Daten richtig angibt. Wenn ihr da irgendeinen Blödsinn halt reinschreibt, kommt es nicht an und dann bin ich auch raus, ne? Davon mal ganz abgesehen. Das nur dementsprechend dazu. So, jetzt geht es aber ans achtordnige Reinurgeln. Die 2 ist hier. Ich habe keine Ahnung, ob man das nur in diesem Kontext hier so sieht, aber ist mir auch scheißegal. Deswegen let it go, let it go. Weg damit. Und da haben wir Sleipnir. Nicht die Rechtsrockband, sondern das Pferd, ne? Oder beziehungsweise die Gestalt, davon mal abgesehen. Und da haben wir 4,8 Umdrehungen, ein schnelles, helles. Gut, dann würde ich sagen, probiere ich das Ganze mal. Wenn jetzt jemand professionell erwartet, dass ich hier einen Flaschenöffner habe, warum denn? Ich trinke in der Regel kein Alkohol. Dafür gibt es aber hier diese wunderschöne Tischkante. Wir müssen das hier drüben machen. Fast offen. Brüsterchen.
hat ein bisschen was von Kölsch, um ehrlich zu sein. Also wirklich, hat was von Kölsch. Zart im Abgang, keine Bitterstoffe, schmeckt ein bisschen wie Limo, um ehrlich zu sein. Nur, warum nicht? Wunderschöne Sache. Das orgel ich mir jetzt natürlich hier nicht komplett rein, nicht, dass nur YouTube denkt, hier geht es um Alkoholexzesse oder irgendwas ähnliches. Wunderbar, das ist ja schon mal ein wunderbarer Start, ne? Ich meine, so ein Gläschen am Tag schadet ja bekanntermaßen nie, ne? Außer mich leidet es halt gleich komplett hin. Aber egal, es geht ja heute auch noch um den Gewinn, ne? Denn ihr könnt heute dementsprechend wieder etwas gewinnen und das ist doch auch eine wunderschöne Sache. Und zwar, wir haben ja gestern leicht angefangen und wir haben ja auch noch 23 Tage dementsprechend vor uns, beziehungsweise noch 22 Tage, je nachdem, wie man das Ganze zählt. Und deswegen ist Platz Nummer 1 eine Gaming-Tastatur von Logitech. Die ist jetzt dementsprechend hier eingeblendet, weil genaue Bezeichnung habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber das ist der erste Gewinn, dafür brauche ich auch eure Adresse. Auf Platz Nummer 2 machen wir mit Gutschein erstmal weiter. Da machen wir nochmal in, wir machen heute mal einen 15 Euro Amazon-Gutschein. Wir gehen ein bisschen weiter nach oben und Platz Nummer 3 kriegt dann als Trostpreis weiterhin ein 5 Euro Amazon-Gutschein. Ist das was oder das ist noch was, oder? Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. In dem Sinne, ich orgel mir mal jetzt dementsprechend den Slide neu hier rein. Und ihr macht fleißig beim Gewinnspiel mit und heute Abend zwischen 19 und 20 Uhr geht dann auch wieder der Livestream los. In dem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen und in dem Sinne, bis zum nächsten Video morgen um 18 Uhr. Tschüssikowski. Tschüss.